Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Ich weiß nicht mehr genau, was wir oder was ich von dieser Baustelle jetzt das letzte Mal gezeigt hatte. Aber ich glaube, als ich noch hier war, haben wir da diesen Abschnitt, wo da hinten die Bäume stehen, gerade mit Mutterboden angedeckt. Ihr seht, ja, es ist jetzt auch nichts ultra Spannendes. Wir haben jetzt den Rest hier, dieses Rondell da, alles mit Mutterboden angedeckt. Und bevor es jetzt wieder heißt, ich würde hier nichts zeigen, weil es irgendwie scheiße gelaufen wäre. Hier ist alles ganz klasse gelaufen. Es war nur etwas chaotisch, weil ich die ganze Zeit zwischen zwei Baustellen hin und her hüpfen musste. Und wir hier sehr, sehr lange immer auf die Lieferungen vom Mutterboden gewartet haben. Deshalb habe ich hier nicht mehr viel gefilmt gehabt. Mir war das auch die Woche einfach alles zu viel, weil ihr müsst leider einfach verstehen, und da bitte ich euch einfach um euer Verständnis, meine normalen Aufgaben gehen eben einfach vor, was das Filmen angeht. Das finde ich selbst ein bisschen schade oft, ne? Aber es ist eben einfach so. Und ich versuche euch halt trotzdem jetzt mitzunehmen und euch noch den Abschluss von dem Projekt hier zu zeigen. Ich denke, das ist dann trotzdem eine ganz coole Sache. So, ihr seht, wir füllen jetzt hier gerade mal noch ein bisschen an. So. Ein bisschen aufpassen jetzt da oben. Genau. Es gab einige Fragen zu diesem Projekt hier, auf die würde ich gerne eingehen. Ich habe jetzt keine richtige Liste hier mit den Fragen oder so. Ich muss das jetzt aus dem Kopf alles beantworten. Dann gab es Leute, die sehr, sehr kritisch waren gegenüber so ziemlich allem, was wir hier gemacht haben. Da weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann euch eben nur das zeigen, was wir machen. Ich habe auch keine Lust, da was zu verstecken oder sonst was. Hier müssen wir einen Haufen kehren, Freunde, auf jeden Fall. Und wir arbeiten eben hier auf Anweisung. Auch mit diesem Schacht da hinten, um den es da ging. Ihr habt gefragt wegen, kannst ja gerade einmal zeigen, wegen dem Schacht da hinten, warum der so ist, wie er ist. Das sind alles Dinge, die kann ich euch nicht beantworten. Weil wir hier, wie gesagt, auch nur auf Anweisung arbeiten. Das müsst ihr vielleicht verstehen, dass man das ein bisschen differenzieren muss, dass ich hier nicht zu allem was sagen kann. Und dann ging es euch, ja, oder haben noch einige geschrieben, ja, mutig wegen dem Pflaster mit dem großen Bagger. Da muss ich euch ehrlich sagen, da, das hier ist eine Feuerwehrzufahrt. Ich war ja auch dabei, als sie gebaut wurde. Also sie ist ganz, ganz massiv unterschottert, quasi ausgelegt für Fahrzeuge bis 18 Tonnen oder was. Da hat man mit einem Kettenbagger, der generell sehr viel weniger Bodendruck verursacht als Maschinen auf Rädern, hat man da generell kein Problem. Also da habe ich auch mit, speziell mit dem B7, der hat wirklich sehr große Ketten für sein Gewicht, hat man wirklich gar keinen Stress. Klar, beim Drehen und so, ja, das sollte man jetzt vielleicht nicht auf einer Einfahrt in einem englischen Garten machen, aber das hier passt schon alles, ne? So, ich habe ja ein Ansteckmikrofon heute. Da können wir mal probieren, ob das so geil funktioniert, wie gehofft, wie erhofft. Wenn ihr jetzt hier übrigens überall seht, wie wir den Mutterboden einbauen, wir sind jetzt hier quasi nur durch, das Zeug grob zu verteilen mit dem Bagger, wie gesagt. Auch da bitte ich euch zu verstehen, dass es einfach der Arbeitsauftrag ist, das Material grob zu verteilen, kein irgendwie Feinplanung zu machen, das Zeug nicht von Hand durchzurecheln oder sonst was. Ich betone das so, weil ich glaube, dass das oft missverstanden wird in diesen Videos, dass wir das dann irgendwie nicht ordentlich machen würden oder so, weil wir das nur so grob verteilen. Aber das liegt nicht daran, sondern das liegt einfach daran, dass genau das eben unser, ja, unser Auftrag ist von dem Generalunternehmer hier. Und wir das halt dementsprechend ausführen. Ne? So, Franz, hier bin ich wieder.
Juri, das wäre schon mal fertig. Wir haben noch so ein, zwei kleine Stellen, wo wir jetzt was reintüdeln müssen. Ich hoffe, der Bagger hört jetzt gleich mal auf, so viel Dreck zu verlieren, sonst kriege ich die Krise. Es war aber wirklich, wir haben da hinten in dem Sumpf, den ihr da vor uns seht, den haben wir auch noch mal ein bisschen gerade geschoben und gezogen. Da habe ich dieses Ding auch wieder so zugesifft, ne? Brutal. Also wir haben echt schon super, super lang sauber gemacht gestern. Ihr seht alles, was hier links liegt, alles dieses ganze nasse Zeug, das haben wir alles aus den Ketten rausgeschafft. Übelst. So, jetzt müssen wir hier einmal gucken. Ich mache jetzt grob diese Lampe einmal frei und dann scheppe ich da auch wieder den Rest. Ich versuche jetzt halt natürlich, mich sehr, sehr vorsichtig, aber dennoch so nah wie möglich an die Randsteine ranzutasten, weil wir natürlich alles Weitere scheppen müssen und das dauert einfach super lang und ist super nervig. So. Gut, ich würde sagen, so passt das. Dann schipp, schipp, hurra. Wir sehen uns gleich nochmal. So, meine Damen und Herren, oh Kacke, ich sehe gerade, euer Akku ist gleich leer. Das ist nicht gut. Ihr seht jetzt hier, was wir jetzt noch zu tun haben. Da oben, wo der LKW steht, rechts daneben dran sind noch Elsteine, die wir noch hinterfüllen. Da haben wir noch Wasser auf dem LKW. Und hier links ist auch noch ein Stück, wo jetzt noch nach Motorboden rein soll. Das machen wir jetzt gerade noch mit Material, was da unten liegt. So, ihr könnt sehen, wir haben hier hinten dran jetzt schön verfüllt, haben auch diesen Platz hier noch mal ein bisschen mit Wasser sauber gemacht, einfach damit das Ganze grob sauber ist. Und wenn ihr euch erinnert, wie das hier ganz am Anfang ausgesehen habt, hat sich hier jetzt doch einiges verändert. Hier war jetzt natürlich der Gärtner schon da, sprich, ja, das ist der Endzustand, wie das Ganze am Schluss aussehen soll. Ich bin relativ zufrieden mit dem Baustellenablauf. Es war blöd, dass es zwischendurch so viel Verzögerungen gab und ich finde es halt immer schade, wenn ich euch dann so wenig dann doch zeigen kann. Aber ich denke, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wie das Ganze hier gelaufen ist. Wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, weil so viele planungstechnische und organisatorische Fragen oft kommen bei diesen Baustellen. Da kann ich nichts zu sagen. Die Organisation oder der Ablauf von dem Ganzen wird nicht von mir oder von uns bestimmt. So, hier seht ihr das jetzt quasi auch noch mal, wie das dann jetzt aussieht. Hier haben wir auch schon alles schön sauber gemacht. Hier das Rondell ist eben jetzt gemacht. Da steht mein wunderschönes Edel-Kfz. Und ja, das war's. Das Projekt ist abgeschlossen. Die Außenanlage ist fertig. Es kommt jetzt nur noch der Gärtner. Vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit, uns das mal anzuschauen in geraumer Zeit, wenn das hier alles bewachsen ist. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses wahrscheinlich sehr, sehr kurze Video gefallen. Und bis nächste Woche.